Ja, hallo Leute. Ich misste heute mal wieder aus. Ich wurde eben so hart genervt mit Einladerei, hast nicht gesehen. Könnte ich mich so aufregen? Ich könnte mich so aufregen darüber. Ständig dieses: Machst du mit? Kannst du mir da helfen? Ich helfe dir gerne, aber nicht auf diese scheiße Art, ey. Er hätte mir mal schreiben können. Aber nein, macht er nicht! Er lädt mich jetzt halt ein! Und wenn ich auf öffentlich hab auf einmal, kommt er rein. Kann ich mitspielen? Oh, kann ich mitspielen? Meine Fresse, ey! Bei mir kommen nur noch Leute rein, die sich benehmen können, die mir nicht irgendwelche komischen Fragen über mein Alter stellen, mir, keine Ahnung, irgendwie versuchen auf die Nüsse zu gehen und sind sie unter 12, spiele ich nicht mit denen. Und wenn es irgendwelche PC-Spieler sind, die auf Hardcore mucken müssen oder so, habe ich auch keine Lust mehr. Ich habe zwar welche Leute in der FL, die einen PC haben, die sind sehr korrekt, aber auf irgendwelche Random habe ich gar keine Lust mehr auf so eine Drecksscheiße, echt, ey. So schon gestresst genug. Da habe ich keinen Nerv mehr auf sowas. So. Ach ja, die Leute, die ich entferne, sollten die mir nochmal eine Freundschaftsanfrage schicken. Ich blockiere euch instantlich, weil ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. Weil ich habe keine Ahnung, wer diese Leute hier sind. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, wer das ist. Ah doch, das ist David Schutzgeld. Keine Ahnung. Kenne ich noch natürlich. Keine Ahnung. Habe ich keine Lust mehr auf den Dreck. Echt, ey. Der hier. Letztens auch die ganze Zeit nur noch eingeladen. Keine Lust mehr auf so eine Dreckscheiße. Muss ich noch einspeichern? Ach, das ist der. Dich tue ich auch weg, Lobo Geno, weil kein Sinn. Du meinst immer, du musst mitspielen, kannst ja auch machen, aber du bist dann irgendwie, keine Ahnung, AFK. Und dann bist du wieder direkt weg aus der Mission. Da habe ich keine Lust mehr auf so einen Dreck. Entweder ganz mitspielen oder gar nicht. Ach der, das ist der Freund von mir. Ach, der. Der. Oh, meint.
Man muss den ganzen TikTok im Hintergrund anhaben. Das würde ich das nicht hören. Der Typ ist blockiert, warum ist er denn hier? Ja, blockieren. Sonst. Es hat schon einen Grund, warum die Leute blockiert sind. Ach der, er den direkt hier weg. Wanna be fake. Dreck weg damit. Auch so einer, der nicht versteht, dass man im Hintergrund keine Musik anhaben soll. Nee, ich kann das noch sowas nicht. Kenne ich noch. Nee, keine Ahnung. So viele diese Teiler dahinter. Was ist denn das? Kenne ich noch, aber auch seit 2 Jahren keinen Kontakt mehr gehabt. Also. Tschüss.
Ich hab nichts mehr von gehört. Was ist das für ein Format? Ach der, okay. Ja. Okay. Das war's erstmal. Obwohl, da bin ich mir auch nicht sicher. Darf ich mal. Also. Ist jetzt erstmal wieder ausgemistet. So, beruhigt habe ich mich jetzt erstmal schon. Nee, da muss ich auch noch mal. Nee, kenne ich nicht. Kenne ich. Ja doch. So, ich habe mich beruhigt. Meine Fresse, ey, das nimmt einer echt mit. Ich hab echt gar keine Lust mehr auf sowas, echt, ey. Gar nicht, wirklich gar nicht mehr. Diese scheiß Einladerei, ey. Ich sag mal so, beim dritten Mal muss man schon merken, dass man keine Lust mehr hat, reinzukommen. Und wenn man dann weiter einlädt, dann geht der Stress, Rage-Pegel immer und immer höher. Bei mir. Und ich bin eigentlich keiner, der hat keine Lust auf irgendeinen scheiß Stress oder ein Ausraster-Feeling oder so. Aber ich krieg bei sowas einfach zu viel. Gar keine Lust auf sowas. Gar nicht. In meinem Alter nicht. Ich bin noch jung. Ich bin. In 2 Wochen werde ich 30. Okay, 30 ist wahrscheinlich nicht mehr wirklich jung. Aber da ist man mitten im Leben und. Da jetzt schon, was weiß ich, krank zu werden dadurch. Da habe ich jetzt echt keinen Nerv drauf auf sowas. Ich echt keine Nerven für. Gar nicht. Ich gar keinen Stress. Gar keinen Bock auf dieses scheiß Stress. Scheiße, echt, ey. Echt, ich kann sowas nicht, echt. Ständig diese Scheiße, echt, ey. Jedes Mal. Gehst in dieses Spiel, eigentlich willst du ein bisschen Spaß haben. Aber doch nicht so. Die ganze Zeit Einladerei und hast nicht gesehen und Spitzerei, PC-Spieler Scheiße und alles. Ich hab mir schon mal überlegt, auf Epic Legends zu wechseln, aber das sich auch nicht wirklich geändert. Warzone auf keinen Fall, das habe ich mal gespielt. Also, nee, ist gar nicht. Ja, nichts für mich. Die campen ja alle da nur noch. Du kannst dann nicht mal öffentlich auf die Straße da gehen, du wirst schon angehittet und das war's. Und Overwatch will ich gar nicht spielen, das ist so wie dieses Paladin ähnlich. Da bist, musst du ja auch hektisch schnell, schießen und hast nicht gesehen. Und Fortnite ist halt
So ein Mischmasch. Was raus muss ich dieser Deku-Smash auf jeden Fall erstmal. Das Einzige, wo ich wirklich noch Fun habe, ist an meinen Games, die ich noch so habe. Und die nichts mit Fortnite zu tun haben. Und Rette die Welt. Aber würde Rette die Welt mal auch mal ein bisschen Neues bekommen, dann würde sich das da auch schon irgendwie mehr lohnen zu spielen. Aber so. Material, nee. Und diese scheiß Einladerei, das ist jetzt, also echt, da habe ich echt die Fassung eben verloren, ey. Es ist so nervig, ey, so nervig. Tut mir jetzt auch leid an die Leute, die ich jetzt entfernt habe, aber dann spiele ich mal mit denen. Laden mich dann irgendwie ein, wo ich dann auch mit Kollegen, vier, drei Leuten in der Gruppe bin, wo ich mir denke, man sieht doch, dass man gerade zu viert ist. Warum lädt er mich denn jetzt ein? Oder du hast extra auf privat gestellt. Nach drei, vier Einladungen muss man doch selbst merken. Muss man doch wirklich für sich selbst merken, dass man nach vier, drei, fünf Einladerei sieht, dass der nicht reinkommt. Da muss man doch nicht die ganze Zeit einladen. Und dass man dabei austickt, ist doch normal. Ist doch normal, dass man dabei austickt. Und dass man die Leute blockiert deswegen. Man muss die dafür blockieren. Okay, bei einigen nicht. Die Leute, die ich da kenne, natürlich nicht. Den schreibe ich dann, nee, du, ist gut jetzt, ne? Dann ist okay. Aber bei Leuten, die ich jetzt hier so, keine Ahnung, ein paar Monate kenne, da muss man das doch checken eigentlich. Da muss man das checken. Echt. Das ist genau das gleiche so. Kannst du mir beschenken? Kannst du mir beschenken? Kannst du mir was schenken? Sehe ich aus wie die Wohlfahrt oder was? Wenn ich was verschenke, dann mache ich das auf meine Art. Aber nicht. Kannst du mir beschenken? Echt, ey. Sorry, Leute, dass ihr mich so erlebt, aber manchmal muss was raus. Wer weiß. Also ich werde diese Art von Videos nur einmal machen, wenn es nicht anders geht. Oder wenn es im Moment echt keine Lust auf Fortnite habe oder so. Ich habe noch Lust auf Fortnite, keine Frage, aber nicht unter diesen Umständen. Gar nicht. Ich bin jetzt froh, wenn diese Season jetzt demnächst wieder vorbei ist. Da ein bisschen easy alles, aber jetzt. Sorry, da habe ich keinen Nerv mehr drauf. Besonders bei dieser scheiß Einladerei.